Oh Gott. Ist erstmal die Frage, wo muss ich ihn treffen? In diesem Grünen da? Ist das das, was ich machen muss? Ich habe bisher noch überhaupt keinen Schaden an ihm genommen, richtig? Das hier ist grün. Muss ich dagegen hauen oder so? Oder muss ich irgendwo rauf bei ihm? Oder? Ich bin mir unschlüssig, wenn ich ehrlich sein darf. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das ist ein bisschen doof. Ratlos. Oder muss ich seine Bomben auf ihn zurückschleudern? Ist es das, was ich machen muss? Moment. Mist. Nicht ganz geklappt. Shit. Ich glaube, ich muss die Bomben auf ihn zurückschleudern. Aua, aua, aua. Schnell, 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 Rayman, Rayman! Nee. Also ich muss, irgendwie muss ich es auf jeden Fall schaffen, ihn mit seinen eigenen Waffen quasi zu schlagen. Aber das sollte man dann auch... Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie muss es ja gehen. Und? Jawohl! Wow! Nee, ist klar. Okay, jetzt scheint er ein bisschen Rage-Mode zu haben. Shit. Aber so wirklich viel Damage macht das auch nicht. Aber vielleicht wird das noch. Also wenigstens habe ich jetzt auch schon mal halbwegs die Methode rausgefunden, wie man ihn trifft. Nicht mit seinen Bomben. Das hat so Zelda-Manier, finde ich. Warum schaffe ich es eigentlich nicht, ihn mal richtig zu treffen? Das ist ein bisschen doof. Aber so die Musik finde ich geil. Ich hab's noch nicht so richtig raus damit, die vernünftig zurückzuschleudern, aber auf jeden Fall ist das unser Lösungsansatz, um diesen Gegner hier kaputt zu hauen. Ja, das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Yes, yes, ja. Und. Ach, schade. Schnell aufstehen, Rayman! Hallo, bist du doof oder so? Also ich glaube, das werde ich beim ersten Durchlauf nicht schaffen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So bringt das alles nichts. Und? Was jetzt? Nun los. Lee. Hilf mir. Ich bin an dem silbernen Looms vorbei. Und nu? Oh, es hat mich aufgefangen. Oh, ist das schön. Darf ich
ich darf weiter mit ihm kämpfen. Nein. Nein, nicht schon wieder Granatenritt. What the f... Ja, was ist? Fast geschlagen, ja, okay. Oh, welch schöner Satz. Das ist gut. Okay, ich werde es versuchen. Wow, da ist er. Das ist nicht euer Ernst jetzt, bitte. Warum muss ich hier jetzt bitte mit dem langfliegen? Warum? Warum geht das nicht ohne? Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss ich hier reinfliegen? Na, offenbar nicht. Ja, dann fang mich doch. Was ist das Problem? Hä, ich weiß nicht, wie ich ihn attackieren soll. Naja, so auf jeden Fall nicht. Jetzt ist natürlich die ultimative Frage, was müssen wir machen? Ich verstehe es nämlich gerade ehrlich nicht. Ich werde hier wahrscheinlich... Muss ich hier reinfliegen? Er will mich fangen. Ja, dann fang mich doch. Komm doch her. Mach doch mal. Oder ist das Schiss? Aber hier ist ja nichts weiter, wo ich hin kann. Irgendwas, wo ich gegenfliegen kann. Ich weiß leider noch nicht so recht, was ich machen muss bei diesem Kampf. Och nö. Das ist blöd. Das ist blöd. Also bei dem zweiten Abschnitt weiß ich absolut nicht, was ich machen muss. Und das finde ich wirklich suboptimal, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss mit einer Granate fliegen, was ich ja schon mal scheiße finde. Ich meine, die Idee ist wieder zweifellos super. Aber wenn ich keine Ahnung von dem Spiel habe... Wie soll man dem ausweichen, ohne da irgendwie Schaden zu nehmen? Ich verstehe es nicht. Schade. Hätte ich optimal gut gefunden. Wenn es jetzt so geklappt hätte, wie ich mir das vorgestellt hätte. Hat er da ein Loch oder... Also es ist jetzt immer die Frage, die ich mir stelle. Okay, nein. Was ist das hier überhaupt für ein Leuchten? Ich fürchte dich nicht. Ja, gib mir doch mal einen Tipp, was ich machen muss. Angreifen ist das eine, aber wie denn? Ah.
krieg hier quasi so eine Kraft, oder wie? Gib, gib, gib. Ach, scheiße. Ja, dann fang mich doch. Immer diese leeren Versprechungen hier, glaub's ja wohl. Scheiße. Das hilft's nicht. Komm zurück und greif an. Ja, mach ich dann. Keine Sorge. Ich muss bloß erstmal das hier holen. Och, Mann! Ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Ja, also ich muss mir das hier holen. Wenn ich es denn kriege, heißt das. So wie ich mich gerade anstelle, ist das mal wieder absolut dämlich. Für mich die Frage, was muss ich jetzt weitermachen? Hat das überhaupt Schaden gemacht bei ihm? Was? Versuch auszuweichen? Wirft er dann was nach mir oder wie? Ja, versuchen wir es nochmal. Da, da, da. Scheiße. Ja, wie gesagt, die Idee an sich finde ich ganz neckisch, aber. Dass man ständig mit dieser scheiß Granate fliegen muss, das finde ich doof, ehrlich. Das nervt mich, weil ich kann das halt nicht. Und man ist dann gezwungen, diesen Scheiß zu machen. Finde ich nicht gut. Wirklich nicht. Ja, ich bin zu doof dazu, das richtig hinzukriegen, aber ich mag es allgemein nicht so. Ja, ich greife dich an. Wenn ich das gefunden habe. Mann, kannst du das nicht mal für dich behalten jetzt? Mann, Rayman, weißt du. So, was ist die Frage? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll in der Zeit. Mach das nie wieder, ja. Versuch auszuweichen. Brauche ich neu? Was macht er dafür seltsame Geräusche? Shit, 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 shit! Ach Mann. Es bringt ja überhaupt nichts bei seiner Energie irgendwie. Mach doch. Das ist echt eine doofe Passage. Das macht wenig Spaß gerade. Ich versuche natürlich trotzdem, wie immer, das Beste daraus zu machen. Allerdings muss ich gestehen, dass mir die Freude gerade ein bisschen fehlt. Scheiße, ach Mann, kann das nicht mehr endlich vorbei sein? Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, außer ihn so runterschießen und dann? Macht das denn schon Schaden? Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so richtig beobachten können. Warum zieht er da bitte so spät hoch dann? Das ist natürlich wieder im anderen Dings. Oh Mann, kann das mal endlich aufhören? Bitte, ich habe keine Lust mehr auf diesen Kampf. Oh Mann, hallo. Wie es mich belastet. Hey, ich jodel gleich alle Welt kaputt, ey, really. Nein! Wenigstens weiß ich jetzt schon mal halbwegs, was ich machen muss. Aber trotzdem ist das scheiße. Weil ich es nicht hinkriege. Toll, ich hab's nicht. Hab's nicht bekommen. So ein Scheiß. Na,
komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, noch Mano. Oh. Erstmal jetzt wieder hinterkommen, dass man das hier braucht. Ja, komm, kannst du gleich wieder versenken, weil es wieder nicht gekriegt hast, du Depp. Mit deinen drei Wettertaft-Haaren. Ey, wow, ehrlich. Hallo, warum? Und gleich darf ich den ganzen Kampf nochmal machen. Yay! Ich krieg mich nicht mehr ein vor Freude, ey. Ich bin so glücklich. Wow. Ach Mensch. Kann das mal endlich bitte, bitte, bitte vorbei sein? Ich hab echt keinen Bock mehr. Ist das schlimm? Das Dumme ist nur, wenn ich jetzt aufhöre, dann bin ich nachher deprimiert, weil ich es hätte dann schon fertig haben können. So, er fällt dann da rein. Hat das jetzt überhaupt Schaden gemacht bei ihm oder eher nicht? Das ist für mich nämlich überhaupt nicht ersichtlich, ob das in irgendeiner Weise Schaden bei ihm macht oder nicht. So, das macht ein wenig Schaden, das hatten wir ja nur schon. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dem ausweichen soll, ohne da jemals Schaden zu nehmen. So, zweimal. So, jetzt hab ich's geschafft. Plumps. So viel ist ja noch normal. So, jetzt kommt der Kack hier. Yeah. Das ist ja das, wo ich jetzt die ganze Zeit schon festsitze, weil ich das einfach partout nicht auf die Reihe kriege. Wow. So. Er rutscht. Ja. Ich glaube aber schon, dass das ein bisschen Damage gemacht hat, oder? Warum? Wo zum Teufel hat er sich denn jetzt schon wieder festgefahren? Oh. Aber die Musik ist geil, das muss man mal dazu sagen. Nose, das war gar nicht gut. Oh, ich bin so ein Sturzpilot hier, ich bin so ein geiler Sturzflug irgendwie. Oh Mann. Nax, da konnte ich mich nicht entscheiden, wo ich langfliegen soll. Ich krieg Kopfschmerzen in diesem Spiel. Das ist kein gutes Zeichen. Absolut nicht. Ja. Du willst mich fangen oder mach das? Was? Was war das denn jetzt gerade? What? Wow, das war wieder sehr knapp. Ja, mach ich. Fliegen wir mal ein bisschen höher. Okay, also das macht ihm ein wenig zumindest Schaden, das ist ja schon mal viel wert. Das bringt halt bloß nicht viel. Mann, warum ist das immer alles so beschissen hier? Können diese Scheißteile hier nicht mal kaputt gehen? Das fände ich super toll. Echt. What? Was war das denn jetzt? Mich nervt. Meine Gebärmutter möchte steppen vor Ärger gerade. Ey, ist der Wahnsinn. Mano! Ich hab auch keinen Bock, dieses ganze Boss-Level normal zu machen. Ey, ehrlich nicht. Oh, hallo, Rayman. Möchtest du das mal mitnehmen, wenn es da schon so schön funkelt? Das brauchst du, sonst kannst du den hier nicht kaputt machen. Das ist das Problem, verstehst?
würde dich nicht darum bitten, wenn es nicht wirklich notwendig wäre. Oh Mann. Warum muss das alles so beschissen sein? Hätten sie da nicht echt irgendwie ein anderes Level nehmen können für... Ich mag diese Granate nicht. Echt nicht. Also irgendwie hasst die mich und ich sie und das ist irgendwie alles... uncool. Ihr lacht euch jetzt bestimmt ins Fäustchen, weil ihr denkt, oh Gott, du bist so dumm und so schlecht und überhaupt. Aber das ist mir egal. Ich kann es einfach nicht und ich will es auch gar nicht können. Faktum ist, es nervt mich. So, wir haben ihn jetzt einmal darunter geschickt. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Ich finde diesen Sound von diesen Dingern so creepy irgendwie. Jetzt müssen wir hier die nächsten holen. Oh Mann! Das ist so... Nee. Weil ich das so scheiße lenkt auch. Ich könnte wetten, die meisten von euch finden das hier total einfach. Ihr mögt ja vielleicht auch recht haben, aber ich komme damit echt nicht klar irgendwie. Ich kann euch wirklich auch nicht mal sagen, woran das explizit liegt. Außer meiner Dummheit jetzt vielleicht, aber sonst... Weiß ich nicht. Oh, scheiße. Ich dachte, ich schaff's, ihn nochmal runter zu preschen. Diese Dinger da, die können einem schon dezent die Nerven rauben, genauso wie diese ganze Kulisse hier. So. Alter, es... Warum? Warum kriege ich das nicht hin? Kann mir das mal jemand verraten? Nee, lieber nicht, sonst bin ich nur noch deprimierter, glaube ich. What the fuck? Hallo? Könntest du jetzt mal endlich so funktionieren, wie ich das möchte? Was? Ey, ganz ehrlich, ich finde dieses ganze Level-Design gerade echt nicht so prickelnd. Also, warum wird einem das nochmal so erschwert? Ich weiß, es ist Finalkampf und Gedöns, aber ganz ehrlich. Das Finale kann man doch auch anders gestalten, oder muss man das echt so machen? Ey, das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. So, dass er jetzt einmal runtergefallen ist, finde ich sehr gut. Findet auch meine vollste Sympathie, wirklich. Ausweichen. Das ist hier echt tödlich. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich krieg's echt nicht auf die Ketten. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Level. Weiß nicht. Also, das ist quasi wirklich dazu animierend, hier rumzuschreien. Allerdings habe ich keinen Bock, meine Stimmbänder zu beanspruchen dafür. Habe ich nur hinterher wieder extreme Halsschmerzen und ich möchte das nicht. Ich versuche es wirklich so ruhig es geht hier über die Bühne zu kriegen, obwohl ich gerade wirklich Bock habe, irgendwas mit erhöhter Geschwindigkeit einzuschlagen. Wirklich, das ist kein Scherz. Ich bin gerade total sauer, weil dieses Spiel mich total nervt und ankotzt und ich keinen Bock mehr auf diesen Rotz habe. Aber ich versuche wirklich, mir das nicht so sehr anmerken zu lassen. Inwieweit mir das gelingt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe echt keine Lust mehr. Wirklich nicht. Ich mache das jetzt hier gerade nur noch, weil ich die Hoffnung habe, dass ich diesen Scheiß dann hinter mir lassen kann und es nie wieder anfassen muss. Da habe ich die Hoffnung noch nicht verloren, wenn ich ehrlich sein darf. Und dementsprechend ist natürlich auch die Hoffnung... Nein! Ach scheiße, da ist er nicht mehr richtig rechtzeitig hoch. Fliegen können. Da konnte er nicht mehr rechtzeitig hochfliegen. So. Ätzend. Ätzend. Ätzend.
Hey, ich werf gleich irgendwas aus dem Fenster oder so. Ich weiß noch nicht was. Ob es mein Müllsack sein wird, ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall geht mir das gerade tierisch auf den Sack. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ey, ich habe so keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Was das Dumme ist, ich bin eigentlich auch gegen Safe States und sowas, ne? Dementsprechend wäre es jetzt auch nicht gerade vom Vorteil, wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, ich mache ein Safe State